Nein, wir befinden uns nicht in einem völlig veralteten Rundenstrategiespiel, sondern in der Welt von Sims Online. Hier suchen wir ein Grundstück aus, auf dem unser Sim von nun an leben soll. Netterweise hat dieser freundliche Zeitgenosse aus Kanada unserer modernen Blondine Ines eine kleine Kemenate in seinem Anwesen zur Verfügung gestellt. Die haben wir auch gleich schon geschmackvoll eingerichtet und bedanken uns dafür mit ein paar witzigen Gesten und Turnübungen. Die sind natürlich sterbenslangweilig, deshalb gucken wir mal nach, ob wir in dem Spiel nicht irgendeinen Ort finden, an dem es interessanter zugeht. Also begeben wir uns wieder auf die hässliche Karte und suchen mit Hilfe der zahlreichen Hilfsfunktionen einen Ort, an dem man Geld verdienen kann. So, hier sitzen jetzt der kanadische Kollege und Ines vom Computer und tippen und tippen und tippen. Und es dauert eine Weile und irgendwann haben sie genug getippt und dann gibt es Geld dafür. Sie selber machen eigentlich gar nichts, können den beiden nur zugucken und natürlich ein bisschen chatten mit den anderen anwesenden Sims bzw. deren alter Egos im echten Leben. Besonders spannend ist das allerdings jetzt nicht. Naja, vielleicht ist ja eine Partie Billard mit dieser dunkelhäutigen Schönheit etwas aufregender, aber auch da gucken sie eigentlich nur zu und können mit dem jeweiligen Billardpartner oder allen anderen, die noch im Spiel vorhanden sind, chatten. Hier sehen sie die Sims bei einer ihrer häufigsten Tätigkeiten, dem Lernen. Denn nur so können sie ihre Skills aufwerten, wie Kochen, Handwerken oder Tanzen. Und dadurch sind sie natürlich hinterher in der Lage, viel schneller zu arbeiten. Das Lernen dauert allerdings auch ewig, man sitzt dann da halt rum. Je mehr Leute zusammensitzen, desto schneller kann man lernen, aber trotzdem, das dauert Ewigkeiten. Wenn man die anderen Spieler mal fragt, dann spielen in der Zwischenzeit irgendein anderes Spiel oder lesen ein Buch. Bei uns hat sich Krieg und Frieden sehr bewährt, immerhin haben wir es durchgekriegt während der Testphase. Aber in Sims Online geht es nicht nur darum, Geld zu verdienen und Skills abzugraden, sondern auch die anderen Bedürfnisse ihrer virtuellen Persönlichkeit top zu halten. So haben ihre Leutchen mal Hunger oder sie wollen sich waschen, müssen zur Toilette. Allerdings müssen sie dazu gar nicht nach Hause gehen. Es gibt sehr viele große Anwesen anderer Spieler, wo sie kostenlos sämtliche Einrichtungen benutzen können. Da kann man meist auch arbeiten und kann Geld verdienen. Man fragt sich allerdings, wozu muss man noch Geld verdienen, wenn man ja eh schon nichts Neues mehr kaufen braucht. Alles andere ist ja schon vorhanden bei den anderen Spielern. Selbst in dieser Disco will kein rechter Spielspaß aufkommen. Unser kanadischer Kollege zappelt ein bisschen rum, Ines auch. Sie gucken zu und langweilen sich. Alles in allem ist Sims Online ein aufgeblasenes Chatprogramm, was mit einer monatlichen Gebühr von $10 deutlich überbezahlt ist.